Dann mag ich gar nicht noch mehr vorwegnehmen, und wünsche einen weiteren spannenden Vortrag. Bühne frei. Okay. Ja, also danke für die Einladung. Ich möchte auch alle jetzt zugeschaltet sind, herzlich begrüßen. Mein Name ist Stefan Seider. Ich bin Professor an der TU Wien Informatik. Und ich möchte eben über künstliche Intelligenz sprechen und möchte vor allem über wichtige Forschungsthemen sprechen, die künstliche Intelligenz aufwirft. Die künstliche Intelligenz hat ja in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht. Ihre Methoden werden vielerorts angewandt. Das hat Auswirkungen auf unser tägliches Leben und auf unsere Gesellschaft. Zum Beispiel Inhaltsempfehlungen. Damit haben wir täglich zu tun. Auf Netflix oder auf YouTube werden uns mögliche Inhalte empfohlen, die möglicherweise auf uns passen. Da steckt künstliche Intelligenz dahinter. Wichtiger vielleicht noch in der medizinischen Diagnose kann in manchen Fällen zielsicherer als von Ärzten mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zum Beispiel gesunde Schleimhaut von Tumorgewebe unterschieden werden. Wir alle kennen automatische Übersetzung von Google Translate zum Beispiel. Ein anderer Aspekt, automatische Entscheidung, das ist uns vielleicht nicht immer bewusst, aber immer öfter wird mit Techniken der künstlichen Intelligenz werden Entscheidungen gefällt. Das ist durchaus problematisch oder kann problematisch sein, wenn davon Schicksale abhängen, wie zum Beispiel bei Jobbewerbungen, wo vielleicht automatisch eine Shortlist erstellt wird oder wenn automatisch über Kreditanträge entschieden wird. Ein weiterer, vielleicht etwas problematischer Punkt ist die automatische Gesichtserkennung. Auch hier ist es vielleicht praktisch, wenn wir das nutzen können, um unser Fotoalbum zu sortieren. Aber es wird problematisch, wenn die Gesichtserkennung zur Überwachung eingesetzt wird. Die selbstfahrenden Autos, da ist man schon recht weit und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir sie auf unseren Straßen sehen werden. Und ein letztes Beispiel, die Deepfakes, mit denen werden wir uns in der nahen Zukunft immer stärker auseinandersetzen müssen, wenn künstlich erzeugte Videos von realen Aufnahmen nicht mehr oder nur sehr schwer unterschieden werden können. Und ich möchte in diesem kurzen Vortrag ein bisschen erklären, was so die Techniken sind, die hinter all diesen Anwendungen liegen. Vorher vielleicht noch kurz zum Begriff künstliche Intelligenz, kurzer geschichtlicher Rückblick sozusagen. Wo kommt der her? Also der Begriff wurde vom US-Amerikaner John McCarthy schon in den 1960er Jahren geprägt, aber sogar schon ein paar Jahre vorher hat der britische Mathematiker Alan Turing sich darüber Gedanken gemacht, ob in der Zukunft einmal Maschinen denken werden können und wie wir feststellen können, ob es soweit ist. Und in den ersten Jahren der künstlichen Intelligenzforschung hatte man relativ hohe Erwartungen. Man hat sozusagen an dieser sogenannten starken künstlichen Intelligenz gearbeitet, wo man gehofft hat, Systeme zu finden, die wirklich wie Menschen denken und vernünftig denken können. Aber die großen Fortschritte und die großen Errungenschaften in den letzten Jahrzehnten sind eher in der schwachen, sogenannten schwachen künstlichen Intelligenz, wo wir Systeme erzeugen wollen, die sich zumindest so verhalten wie Menschen oder sie sich so verhalten, als wären sie vernünftig. Und ein Aspekt davon, der jetzt vor allem bei diesen Anwendungen, die ich zu Beginn genannt habe, sehr zentral sind, sind die Techniken des maschinellen Lernens. Das maschinelle Lernen oder kurz ML ist ein Teilgebiet der künstlichen Intelligenz und hier verwendet man große Datenmengen, mit denen trainiert man ein Modell und dieses Modell wird dann zum Beispiel für Entscheidungen herangezogen. Und das funktioniert sehr gut, weil es ist sehr skalierbar, es funktioniert sehr schnell, hat aber als Nachteile, dass es oft sehr schlecht nachvollziehbar ist, intransparent ist und dass man Acht geben muss, dass man nicht Voreingenommenheit, die vielleicht in den Daten vorhanden ist, weiters in die nächsten Entscheidungen sozusagen hinüberbringt oder vielleicht sogar noch verstärkt. Und es gibt verschiedene Methoden, verschiedene Techniken,
im maschinellen Lernen. Ich werde hier ein paar Beispiele bringen. Zum einen werde ich über neuronale Netzwerke sprechen. Das liegt sozusagen zugrunde dem sogenannten Deep Learning. Aber auch eine andere Methode sind Decision Trees oder Entscheidungsbäume. Ich meine, die Herausforderungen, die sich aus diesen Techniken geben, sind, dass sie eben nicht robust sind. Das ist ein bekanntes Beispiel, wenn automatisch zum Beispiel ein Stoppschild erkannt wird und wenn dann nur so ein kleiner Klebestreifen am Stoppschild drauf ist, kann man sozusagen diese Entscheidung plötzlich nicht mehr gut funktionieren. Also diese Systeme, man arbeitet heute daran, diese Systeme robuster zu machen. Eine andere Herausforderung ist die Voreingenommenheit. Hier ein Beispiel von Google Translate, wo aus dem Türkischen ins Englische übersetzt wird. Und im Türkischen sind das hier geschlechtsneutrale Wörter. Und in der Übersetzung wird aber plötzlich der Koch weiblich und der Ingenieur wird plötzlich männlich. Also das sind Voreingenommenheiten, die sozusagen aus den Daten in das System gelernt werden und wo man sozusagen dagegen wirken muss, wenn man so ein sogenanntes Bias vermeiden möchte. Und die dritte Herausforderung, auf die ich mich jetzt noch ein bisschen mehr noch konzentrieren will in den nächsten Minuten, ist, dass Entscheidungen dann, die auf Machine Learning beruhen, oft sehr schwer nachvollziehbar sind. Weil das wird quasi eine Blackbox, die eine Entscheidung trifft und wir wissen sozusagen nicht, wie sie zu dieser Entscheidung gekommen ist. Und das ist durchaus problematisch. Aber um sozusagen sich diese Fragestellung besser vorstellen zu können, möchte ich jetzt zwei konkrete Beispiele bringen. Das eine beruhend auf neuronalen Netzwerken. Hier ganz kurz in einer Folie, wie so ein neuronales Netzwerk funktioniert. Nehmen wir an, wir möchten handschriftliche Buchstaben erkennen. Dann wird vielleicht so ein Buchstabe zuerst gescannt und in Pixel zerlegt. Und jedes dieser Pixel wird jetzt in ein neurales Netzwerk eingespeichert, wo wir Eingangsknoten haben, die sozusagen den Pixeln entsprechen und Ausgangsknoten, wo wir jetzt die richtige Entscheidung, welcher Buchstabe sozusagen im Eingang liegt, entscheiden können. Und dazwischen liegen diese anderen Knoten, die nennt man Neuronen. Und während des Lernvorgangs werden jetzt diese Verbindung zwischen den Neuronen gewichtet. So hier in dieser Illustration durch dickere und dünnere Linien gekennzeichnet. Und wenn das sozusagen der Lernprozess abgeschlossen ist, dann haben diese Links unterschiedliche Gewichte. Und da drinnen steckt eigentlich die Information, darin steckt eigentlich das Modell. Und worauf ich hinaus will, ist, dass wenn man jetzt sich diese unterschiedlichen Gewichte ansieht, ist es sehr schwierig, daraus sozusagen zu verstehen, wie eigentlich dieses Modell funktioniert. Und hier habe ich sogar ein Live-Demo und ich möchte auch die Zuseher einladen, das selber auszuprobieren. Hier sehen wir, wie sozusagen zwei Punktemengen von einem neuralen Netzwerk unterschieden werden. Das war relativ einfach. Jetzt haben wir ein anderes mit einer ringförmigen Eingabe. Da funktioniert das nicht. Wir müssen ein paar Neuronen hinzugeben. Jetzt versuchen wir es wieder und jetzt hat es geklappt. Jetzt konnten wir die blauen von den orangen Punkten unterscheiden. Hier haben wir eine andere Eingabe. Hier tut sich das Netzwerk schwer und man sieht, wie diese Verbindungen dicker und dünner werden während des Lernens. Hier müssen wir auch sozusagen ein paar Neuronen hinzugeben und dann versuchen wir es nochmal und wir sehen, hier jetzt klappt es. Jetzt ist schön, sind die orangen und die blauen Punkte schön voneinander unterschieden worden. Und jetzt zum Abschluss, das Schwierigste ist diese spiralförmige Eingabe. Hier tut sich dieses neuronale Netzwerk relativ schwer. Wir sehen, es ist eigentlich kein Fortschritt. Wir geben jetzt aber ein paar Neuronen hinzu und jetzt sehen wir, wie das Netzwerk lernt und schauen wir, ob es schafft, diese spiralförmige Struktur sozusagen zu lernen. Hier, man sieht richtig, wie es sich abmüht. Und wir können hier stoppen. Ja, es hat bis auf ein paar kleine Fehlklassifizierungen diese spiralförmige
Form eigentlich sehr gut gelernt. Aber worauf ich jetzt hinaus will, ist, dass wenn wir nun das gelernte Modell betrachten, rein von diesen dickeren und dünneren Links kann man sehr schwer eine Struktur, eine Entscheidungsfindung, die Entscheidungsfindung nachvollziehen. Ein ähnliches Problem taucht auf bei einem anderen Modell, bei den Entscheidungsbäumen. Das ist auch ein klassisches Machine Learning Modell. Die sind zwar etwas leichter durchschaubar, aber kommen auch mit einer gewissen Problematik daher. Und ich habe hier auch ein kurzes Beispiel. Vorweg muss ich sagen, in der Informatik zeichnet man Bäume mit der Wurzel nach oben. Also wir werden sehen, wie der Baum sozusagen von oben nach unten wächst. Und hier nehmen wir an, wir haben diese 6 Formen, die wir hier sehen. Angenommen, jedes dieser Formen stellt einen Virus dar. Und von diesen 6 Viren wissen wir, ob der Virus gefährlich oder harmlos ist. Und wir möchten jetzt aufgrund dieser Daten einen Entscheidungsbaum lernen. Und wir beginnen, wir machen die erste Entscheidung, wir testen, ob diese Form rund ist oder nicht. Und das gibt jetzt bereits unser 3 dieser Viren sind rund, die kommen jetzt nach links und die nicht rund sind, kommen nach rechts. Aber das gibt uns noch keine Entscheidung zwischen gefährlich und ungefährlich. Daher müssen wir noch eine Entscheidungsebene einführen. Hier fragen wir einfach, ist der Virus blau? Und das funktioniert einmal hier links. Hier haben wir jetzt die gefährlichen und die ungefährlichen getrennt. Und rechts machen wir auch eine zusätzliche Frage nach der Farbe. Ist der Virus orange? Und hier bekommen wir dadurch auch eine vollständige Klassifikation an den Terminalknoten dieses Baums. Das Lernen ist nun abgeschlossen und jetzt kommt der interessante Teil. Jetzt tauchen plötzlich 2 neue Viren auf, von denen wir nicht wissen, ob sie gefährlich sind oder nicht. Und wir verwenden jetzt sozusagen diesen Entscheidungsbaum und wenden ihn auf diese unbekannten Viren an und schauen, wo jetzt so ein Virus hinkommt. Hier zum Beispiel dieser Virus, hier würden wir jetzt erwarten, dass er gefährlich ist. Und bei dem anderen Virus, der landet hier gemeinsam mit einem ungefährlichen und hier würden wir erwarten, dass er ungefährlich ist. Nun, das hier ist natürlich ein einfaches Beispiel. In der Realität hat man natürlich viel mehr Input-Daten, hunderte von Daten, tausende von Daten und auch viel mehr Kriterien und Tests, nach denen wir so einen Entscheidungsbaum konstruieren. Und dann bekommen wir solche Entscheidungsbäume, die sehr groß sind. Hier ist sogar noch einer der kleineren, gerade einer, der auf diese Folie passt. Und hier eine Problematik ist vor allem die sogenannte Höhe des Entscheidungsbaums, weil wenn wir jetzt von der Wurzel, im schlimmsten Fall müssen wir 39 Tests machen, um hier unten letzten Endes zu einer Entscheidung zu kommen. Wir sprechen also hier von der Höhe 39 dieses Entscheidungsbaums. Stellen Sie sich vor, das ist ein Entscheidungsbaum für die medizinische Diagnose und Sie müssen bei einem armen Patienten 39 Tests durchführen, bis Sie dann unten bei einer Entscheidung angekommen sind. Und solche Entscheidungsbäume mit dieser Höhe sind auch schwer nachvollziehbar, wenn es dann zu einer Entscheidung kommt, wie viele, in diesem Fall 39 Entscheidungen, Tests mussten getroffen werden, um den Patienten sozusagen zu diagnostizieren. Und ein konkretes Forschungsziel ist nun zu versuchen, niedrigere Bäume zu finden, die ebenfalls den Inputdaten entsprechen. Und mit modernen Techniken ist es uns hier an der TU Wien gelungen, die Höhe von solchen Entscheidungsbäumen wesentlich zu reduzieren. Hier ist zum Beispiel für denselben Datensatz, der für den Entscheidungsbaum auf der vorhergehenden Folie mit den 39 Tests, mit der Höhe 39 gefunden wurde, konnten wir einen Entscheidungsbaum mit der Höhe 11 finden. Also die Höhe wurde drastisch reduziert, der Baum wurde vielleicht etwas breiter, aber das macht sozusagen nichts, weil für jede einzelne Entscheidung zählt ja nur, wie viele Tests wir von der Wurzel bis zu dem einzelnen Terminalknoten
durchführen mussten. Und das ist jetzt schon meine Schlussfolie, wo ich noch kurz zusammenfassen möchte. Also ich habe kurz darüber erzählt und Sie daran erinnert, welche enormen Fortschritte die künstliche Intelligenz gemacht hat und natürlich immer mehr Bereiche unseres täglichen Lebens erobert. Und zentral bei diesen neuen Anwendungen der künstlichen Intelligenz sind diese Techniken des maschinellen Lernens. Und ich habe auch versucht, Ihnen sozusagen zu demonstrieren, wie diese Modelle intransparent und nicht nachvollziehbar sein können. Und das ergibt der Forschung neue Herausforderungen, weil wir wollen das ändern. Wir wollen transparentere und nachvollziehbarere Modelle schaffen. Und ein Beispiel in diese Richtung ist eben die Minimierung von Entscheidungsbäumen, wo wir gerade ein kleines Beispiel gesehen haben. Danke für die Aufmerksamkeit und beantworte gerne Ihre Fragen. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Uns ist auch schon gerade eine Frage gepostet worden im Chat. Und zwar, hat KI irgendeine Art von NP-Problemen gelöst, wäre die Frage. Ob sozusagen man mit künstlicher Intelligenz automatisch solche Probleme lösen kann. Das ist an sich auch eine interessante Frage und daran wird auch gearbeitet. Vor allem kann man künstliche Intelligenz benutzen, um Lösungen effizienter zu machen. Wenn man zum Beispiel bei manchen Algorithmen mehrere Entscheidungen, mehrere Zweige verfolgen kann. Und es gibt sozusagen Heuristiken, die sagen, es ist vielleicht besser in diesem Fall Zweig A zu nehmen oder Zweig B zu nehmen. Und jetzt kann zum Beispiel künstliche Intelligenz oder maschinelles Lernen trainieren und herausfinden, wodurch der Algorithmus effizienter wird, ob wir jetzt in diesem Fall Zweig A oder Zweig B nehmen wollen. Okay, vielen Dank für die Beantwortung. Das bringt uns, denke ich, zu einem sehr, sehr guten Abschluss. Vielen Dank nochmal, Professor Stefan Seider, für den weiteren nächsten interessanten Vortrag.